Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Wir haben heute das Sony Xperia 10 Mark III für euch. Gemeinsam mache ich gleich mit euch ein Unboxing und zeige euch, was drin steckt. Viel Spaß! Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Ich bin Alper und heute schauen wir uns das Xperia 10 Mark III von Sony an. Das Mittelklasse-Handy hat nun schon einige Zeit auf dem Buckel, ist im Mai dieses Jahres rausgekommen und wir wollen mit euch gemeinsam ein Unboxing machen und stellen euch dann jede Menge Tipps und Tricks zu dem Handy vor. Schauen wir uns im ersten Schritt beim Unboxing mal die Box an. Alles sehr, sehr clean, so wie wir das von Sony auch gewöhnt sind. Und im Hintergrund sehen wir hier auf der Rückseite 12 Megapixel plus 8 Megapixel plus 8 Megapixel Triple Camera. Dann die Frontkamera ist 8 Megapixel groß. Wir haben hier einen 15,2 OLED Screen, 4500 mAh Batterie, ein Snapdragon 690 und IP68, was die Wasserdichtigkeit angeht. Zusätzlich könnt ihr eine MicroSD-Karte einlegen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir packen einmal das Gerät aus. Legen mal den Deckel hier zur Seite. Wir haben hier ein Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen von Sony. Vielen Dank an dieser Seite. Und hier sehen wir einmal das Handy. Wir sehen hier mehrere Kameras. Also soweit alles gut. Und hier oben eben auch eine Kamera. Legen wir es einmal zur Seite. Schauen wir mal an, was sich sonst noch in der Box verbirgt. Dann schauen wir uns mal das hier an. Wir sehen hier jede Menge Anleitungen und Informationen und so weiter und so fort. Also eigentlich all die Dinge, die man eben von dem Handy so braucht, wenn man es denn zum Beispiel benötigt, indem man nicht unsere Videos guckt. Denn die meisten Dinge lernt ihr ja natürlich von unseren Videos. Wir sehen hier ein Netzteil, ganz normal USB-A. Und es hat Output ganz normal 7,5 Watt. Also lädt ein bisschen schneller als sonst, aber ist prinzipiell ein Standardnetzteil. Finde ich aber gut, dass es auf jeden Fall noch mitgeliefert wird. Viele Hersteller liefern da ja gar nichts mehr mit. So, dann legen wir das mal wieder zurück. Dann haben wir hier ein USB-Kabel. Mittlerweile eigentlich wie gewohnt, wir haben hier USB-A zu USB-C. Das heißt, das Handy wird eben via USB-C aufgeladen. Und ansonsten, glaube ich, ist auch nichts mehr in der Box. Nee, da ist nichts mehr, also legen wir das einmal wieder zurück. So, zack, einmal zurück. Und dann legen wir das auch mal einmal hier zur Seite und dann schauen wir uns das Handy an. Fühlt sich sehr gut an. Die Rückseite ist irgendwie mit Glas. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Wir haben hier einen Fingerabdrucksensor. So, zumindest sieht das so aus. Das werden wir uns dann später nochmal anschauen. Wahrscheinlich Ein- und Ausschalter. Hier haben wir einen weiteren Knopf. Und hier, hier haben wir auch noch was. Schauen wir mal, was hier ist. Kriege ich das hier einfach so raus? Ja, oh, das ist ja spannend. Das ist mal was ganz Neues. Und zwar kann man hier die SIM-Karte einlegen. Das zeige ich euch nochmal hier. Und auf der Rückseite die Micro-SD-Karte oder die SIM 2. Und was ich spannend finde, ist, man braucht gar keinen SIM-Card-Ejector mehr, weil man den nämlich hier einfach so mit dem Fingernagel rausbekommt. Das ist ja mal eine Neuerung. Habe ich noch bei gar keinem anderen Handy gesehen. Ist ja spannend. Und damit das Ganze eben dicht bleibt, hat man hier noch so eine Gummierung drumherum. Das ist ja wirklich sehr spannend. So, dann schalten wir einmal das Gerät ein. Ich lasse einfach mal hier an der Seite mal länger gedrückt. Dann vibriert es einmal kurz und ich fahre einmal den Tisch ein bisschen hoch. Dann könnt ihr das nochmal etwas besser sehen. So, und dann warten wir mal ab, bis das Gerät sich komplett eingeschaltet hat. Wir sehen hier Powered by Android, Xperia, ein sehr schönes Logo, was natürlich ein bisschen hier animiert ist, damit man die Zeit etwas überbrücken kann. Jetzt ist weiß und ich glaube, dann können wir dann auch schon gleich starten. Genau, es fängt jetzt hier an mit dem englischen Screen. Ich stelle das jetzt mal hier direkt auf Deutsch und Deutsch, Deutschland. Genau, so. Und jetzt ist das soweit auf Deutsch. Und dann könnten wir eigentlich mit der Ersteinrichtung starten. Machen wir aber in diesem Fall nicht, weil wir diese Ersteinrichtung und Konfiguration in einem nächsten Video machen. Ansonsten war es das jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wo es dann um die Ersteinrichtung und Konfiguration geht. Bis dann. Tschüss.